Es ist zuweilen, liebe Schwestern und Brüder, erstaunlich, wie ein Wort der Heiligen Schrift, wie etwa das Wort aus dem Propheten Amos, aus dem 8. vorchristlichen Jahrhundert, mitten in unsere Zeit hineinspricht. Denn das ist eine relativ realistische Beschreibung unseres normalen Geschäftsgebarens, zumindest wenn man auf das große Ganze sieht. Betrug aller Orten, jeden Tag ist die Zeitung davon voll. Der Sabbat wird nicht geachtet, weil natürlich das geschäftsschädigend ist. Wir müssen immer offen haben. Wir müssen immer alles zur Verfügung haben. Und deshalb ist die Reaktion Gottes darauf, dass man mit dem bestraft wird, womit man gesündigt hat. Es wird ein Hunger kommen. Aber kein Hunger nach Brot und kein Durst nach Wasser, sondern ein tieferer Hunger, der uns lehrt, was uns wirklich nährt. Ein Hunger nach einem Wort. Nun würden wir vielleicht sagen, na, lass mal stecken. Worte gibt es heute auch genug. Es gibt einen Wortmüll der Medien, es gibt ihn in der Kirche. Man kann sich der Worte gar nicht mehr erwehren. Aber ein Wort, das wirklich nährt, ein Wort, das uns trifft, ein Wort, von dem wir leben, das ist wirklich rar. Jesus sagt es uns im Evangelium. Der Mensch lebt ja nicht allein vom Brot, während er in der Wüste versuchte. Aber es gilt grundsätzlich. Er lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Christus selber ist jenes Wort, das Leben schenkt. Jenes Wort, das zum Brot geworden ist und auch jetzt in unserer Mitte wieder sich zum Brot werden lässt, damit wir leben. Aber die Frage an uns muss sein, sind wir schon bis über die Ohren, bis oben hin voll, zu, saturiert, vollkommen bedient, dass uns das gar nicht mehr erreicht, dass es uns gar nicht mehr nähren kann, obwohl wir ansonsten ständig, geistlich zumindest, vor Hunger krepieren, in all dem Überfluss, der uns umgibt. Vielleicht müssen wir einen geistlichen Hunger erst wieder entdecken, damit wir die Gabe Gottes, die uns geschenkt ist, würdigen können.